So, willkommen zu einer neuen Episode von Sansara, das verborgene Portal. Ja, schöne Kulisse hier. Wir fangen beim Wasserfall an. Wir haben gestern, ich habe es gestern aufgenommen, gestern beim Wasserfall aufgehört. Und wir wissen, wir dürfen nicht zu nah an diesen Baum ran, sonst kommt da eine ziemlich happige Fee. Aber vielleicht haben wir auch Glück, jetzt. Und es kommt eine niedrigstufige. Wir probieren es mal. Stufe 9 Lana. Ich glaube, wir müssen uns aber vorher irgendein Vieh nochmal einfangen, dass wir die schaffen. Diese Fee hast du noch nicht. Ich weiß nicht, soll ich versuchen, mir die einzufangen? Ah, jetzt komme ich auch mit der Steuerung besser zurecht als gestern. Ihr wisst noch, gestern war das ziemlich happig alles. Hallo? Na, gut. Eben kurz geruckelt. Wir müssen irgendwie mal Schutz suchen. Ich weiß nicht. Oder die sind halt wirklich gerade zu schwer. Aber wir sind doch auch eine hohe Stufe. Wir sind Stufe 10. Yes, aber können wir hier irgendwie... Wir können auch keinen Heiltrank hier zwischendrin nehmen, ne? Müssen wir irgendwie versuchen, ein bisschen auszuweichen. Wo ist die? Wo ist die? Hinten. Drecksbiest. Ja, fang die Fee. Komm, die kriegen wir. Wir haben noch einen Ball. Ja! Ja! Sehr schön. Krem steigt auf Stufe 12. Geil, geil. Neue Zauberspruchstufe gelernt. Und wir haben die Fee gefangen, kommt Stufe 9. Die ist zwar noch relativ niedrig. Wobei gegen uns hat die schon mächtig Schaden gemacht. Wir fangen die jetzt, komm. Zack. Unsere erste gefangene Fee. Geil. Geil, geil, geil. So, jetzt schau ich mal. Hier ist sie. Schön. Jetzt können wir die auch im Kampf einsetzen. Lana. Aber ich dachte, wir könnten unsere Viecher auch mal selbst taufen. Vielleicht kommt das noch. Kleiner Stein, kleines Beben. Aha. Hier sind unsere Feen. Hier sind unsere Gegenstände. Dann haben wir hier unsere Zauber. Und was ist da unten auch mit auf sich? Das Liste all deiner erworbenen Passivzaubersprüche gibt es auch noch. Okay. Ändere Sicht der Liste. Ne, brauchen wir nicht. Schön. Geil, das müssen wir sofort mal speichern. So. Und da können wir uns jetzt auch den Ball nämlich hier holen. Um nochmal eine Fee zu fangen. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. So. Und wir können vielleicht gegen diesen Elf antreten. Wenn er denn gegen uns fighten möchte. Hallo? Willkommen in unserem schönen Garten. Ich hätte ja zu gerne eine Silberkugel, um eine neue Fee zu fangen. Aber die Teile sind wirklich schwer zu finden. Wir haben schon zwei gefunden, also so schwer ist es nicht. Würdest du mir eine geben? Du bekommst dafür auch meine Wasserfee. Ach, wir bekommen diese Fee hier. Da haben wir schon drei. Komm, das machen wir, oder? Wenn die so selten zu besorgen sind. Ich habe doch eben diesen Ball eingesammelt. Zwar sind die selten, wie die hier überall sagen. Aber dafür die Wasserfee zu bekommen, ist schon geil, oder? Komm. Ich sag mal ja. Oh, wie schön. Hier, nimm meine Fee dafür. Tadana. In den Weiten der Ozeane, Meere, aber auch in den Seen und Flüssen von Sansara findest man Wasserfeen. Das kennen wir schon. Geil. Geil. Jetzt haben wir drei. Jetzt haben wir schon drei. Was für eine Stufe hat die denn überhaupt? Ach, guck mal. Wenn wir die fangen, ist es scheißegal, was für eine Stufe die haben. Die gehen immer auf Stufe 2 zurück. Das heißt, die müssten wir bei Gelegenheit auch mal trainieren. Dann mache ich mal so eine Trainingsfolge oder so. Ah, klasse.
Was passiert, wenn wir die Reihenfolge ändern? Schwebt da eine andere Fee hinter uns? Tatsache. Aber wir nehmen erstmal, komm, wir nehmen erstmal unseren Grem. Unseren Gremlin. Beziehungsweise unseren Wasserspeier, unseren Gargoyle. Ich will die umbenennen. Feentasche, Rufus Hausschlüssel. Das geht wahrscheinlich gerade nicht. Tadana. Wenn wir auf den Namen da oben klicken? Nee. Vielleicht geht es doch nicht. Ach, guck mal, keine besonderen Eigenschaften. Da sehen wir auch den Schaden. Wir machen mächtig viel Schaden. Haben aber dafür niedriges Mana und niedrige Feuerrate. Na gut, mittleren Schaden. Das heißt in Stufe. Warum ist das bei der grün? Ach, das ist die Stufe. Ah, okay. Nee, das ist Erde wahrscheinlich. Das ist Natur und das ist Wasser. Oder Stein ist es da oben, ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir jetzt die Silberkugel verpasst. Also können wir schon mal keine neuen Feen mehr fangen. Habe ich hier mal ein Säckchen. Wahrscheinlich wieder ein Heiltrank oder irgendwas dergleichen. Ja, ich hab's gewusst. Brauchen wir bestimmt später noch etliche. Ach, guck mal, ein Wegweiser. Und eine Eule habe ich auch schon gesehen. Hütte des Pixiejägers, da müssen wir hin. Aber ich will mich hier vorher noch ein bisschen umsehen. Vor allem mit dieser Eule sprechen. Amy! Oh nein, die spricht ja anders. Amy, schön dich zu sehen. Wie gefällt es dir im Garten der Feen? Es ist normalerweise ein sehr harmonischer Ort. Aber seit einiger Zeit verhalten sich die Feen, die hier leben, sehr aggressiv. Auch rennen überall plötzlich Pixies umher. Wenn du Feen fangen möchtest, benötigst du dringend eine magische Feenkugel. Es gibt derer drei unterschiedliche, die silberne, die goldene und die Kristallkugel. Bevor du eine Fee mit einer Kugel fangen kannst, musst du sie in einem Feenduell stark geschwächt und anschließend von deiner eigenen Fee angegriffen werden. Wieder zurück aus der Astralwelt, das ist eine Astralwelt, jetzt wissen wir Bescheid, wird die Fee von der magischen Kugel ergriffen und an den Ort deiner Geburt gezaubert. Je nach Erfahrungsstufe der zu fangenden Fee benötigst du eine stärkere Kugel. So kannst du Feen bis zur Stufe 20 bereits mit der silbernen Kugel fangen. Für die mächtigeren Feen benötigst du die goldene Kugel oder gar eine Kristallkugel. Besuche mich jederzeit wieder, wenn du möchtest, ey. Danke, weise Eule. Wissen wir Bescheid, aber das haben wir eigentlich vorher schon gewusst. Fällt noch was an, nochmal ein Beutelchen. Wir finden immer nur Heiltränke in den Dingern drin. Heil oder Mana. Ich würde mal gern was anderes finden. Aber guck mal, wir gehen mal an den Baum. Ja, passiert ja sehr viel. Ich dachte, hier können wir nochmal fighten. Naja, gehen wir jetzt zum Pixiejäger, wo wir ja eigentlich hin müssen. Oder Moment. Ja, nochmal ein Wargott. Den kriege ich locker. Haha, hier Grem, Lana und Tadana. Der erlebt jetzt ein grünes, graues, blaues Wunder. Wobei, ich würde mal gerne ein paar andere Feen einsetzen. Die sollen ja auch ein bisschen üben, ein bisschen trainieren. Wie mir die wechseln, weiß ich mittlerweile wieder schon. So, komm her. Oh Gott. Oh, sehr, sehr viel Schaden. Aber da stand ja drin, dass die wenig Schaden macht. Nein, wir müssen vorher abschießen. Sonst, wenn wir es ganz aufgeladen haben und wir treffen nichts, dann schädigen wir uns nur selbst. 5! Haha! Verstecken uns mal hier hinten. 5 und dann nehmen wir nochmal, komm, weil es so schön ist. Nochmal Tadana. Tada, Tadana. Komm her! Wir fighten jetzt nur mal mit den niedrigstufigen. Die sollen ja auch ein bisschen Erfahrung absahnen. Wobei, ich glaube, die kriegen alle dieselben, wenn wir sie einsetzen. Das will ich jetzt, das gucke ich jetzt mal. Oh, hat es mir doch wehgetan. Wie die süß schreit. Wir können doch da auch nur draufhauen. Nein, 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 nicht sterben. Tadana. So, Sieg. Einfangen hätten wir den eh nicht können. Haben ja keine Kugel. So, und jetzt?
Hallo? Oh, wie süß. Yes, Stufe 3. Auch die ist wirklich süß. Neue Zauberspruchstufe erreicht. Und nochmal. Stufe 4 und Stufe 3. Schön. So steigen sie wenigstens langsam. Und ein paar Münzen haben sie abgeschmissen. Auch gut. So. Haben aber jetzt keine Lebensenergie verloren. Nee, wieder vollständig. Nur die Zauber. Aber wann verlieren die Lebensenergie? Ich glaube, wenn sie sterben. Ich glaube, wenn sie sterben, dann müssen wir denen Heiltränke geben. Haben wir jetzt ja ein paar. Ah, ich liebe dieses Spiel noch immer. Nachher werden die Kämpfe richtig knackig, das weiß ich. Da müssen wir wirklich aufpassen. Komm, wir machen noch ein paar andere. Blumella. Ich glaube, Lana ist die Entwicklungsstufe von Blumella, soweit ich das weiß. Und die haben wir jetzt schon eingefangen. So. Krem, mach du mal einen ersten Schlag und die anderen töten die dann. Ich will die jetzt nicht töten, weil die anderen sollen das ja übernehmen, wie ich gesagt habe. So, aber du schwächst sie ganz schön. So, ist gut. Das heißt, ich muss die trainieren. Und sind die nachher wirklich zu schwach? Hab ich dich. Oh, die tut sich immer so süß weh. Na? So, wieder ein Sieg. Yay! Ach, guck mal, da können wir die auch wechseln eventuell. Mit Mausrad, okay. Gut zu wissen. Da sehen wir nämlich auch die Lebensenergie. Ja, Stufe 5. Sehr schön, die steigen doch unterschiedlich. Weil unsere Lana ist erst Stufe 3. Und schmeißen mir Münzen ab, was auch sonst. So. Ja, dich können wir bald fangen. Genau dich meine ich. Nochmal eine Silberkugel wäre nicht schlecht. Och, Vespert. Scheint mir ja auch ein Stein-Pokémon. Sorry. Eine Steinfee zu sein. Dürfte auch viel aushalten. Na? Da. Wir kämpfen jetzt auch auf Stein. Das ist auch immer so geil. 13. Huiuiui. Hui. Wir machen schon mächtig viel Schaden. Ja, so können wir auch wechseln mit dem Mausrad. Alles klar. Diesmal soll die Lana mal besiegen. Die Fee. Ich wollte wieder ein anderes Wort sagen. Zack. Oh, die Münzen verschwinden auch nach einer Zeit. Okay, gut zu wissen. Stirb. Guck mal, da ist noch eine Plattform. Zack. Der steigt aber jetzt sehr, sehr schnell auf. Wieso kriegt Lana nur so wenig Erfahrungspunkte? Vielleicht, weil es wirklich eine Entwicklungsstufe ist. Aber okay, Dankeschön. Für eine Mana-Trank diesmal. Okay. Ich würde mal gerne wissen, ob wir irgendwo eine Liste haben, vielleicht hier dann später. Dass wir sehen können, welche Fäden wir noch nicht haben und welche wir schon haben. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Nein, hier steht jetzt mal auch nur auf den Spielstand. Das ist immer blöd. Dann überschreibe ich den alten. Und wenn ich dann aus Versehen mal nicht den Aufnahme-Button geklickt habe, dann kann das wirklich scheiße enden. Ich sag's euch. Das wäre wirklich blöd. Aber von hier kommen wir. Oder? Wo müssen wir denn jetzt hin? Habe ich mich jetzt verlaufen? Hallo? Nee, da hinten müssen wir hin. Aber das werde ich wohl die nächste Folge erst tun. Ich will dir noch ein bisschen trainieren. Dann ist das jetzt einfach mal eine Trainingsfolge. Einfach mal an die Bäume dran laufen und an die Felsen und gucken, ob da noch irgendjemand ist. Wir gehen zum Pixie-Jäger in der nächsten Folge. Tut mir jetzt leid, aber ich möchte meine Feen vorher noch ein wenig hochpowern. Aber hier ist niemand mehr. Ist die jetzt eigentlich glücklich mit ihrer Feenkugel? Hat die jetzt wenigstens jemanden wieder gefangen? Willkommen in unserem schönen Garten.
Gibt's etwas Schöneres als eine magische silberne... Nee. Gibt's etwas Schöneres als diese magische silberne Kugeln? Allerdings lassen sich nicht alle Feen mit ihnen fangen. Für stärkere und erfahrene Feen benötigst du spezielle Kugeln. Das kennen wir schon. Hat uns die Eule schon warm erzählt? Nee? Ach komm schon. Wir wollen doch noch ein bisschen trainieren. Gibt's denn hier jetzt keine Feen mehr? Haben wir die Feen weggefarmt im Prinzip? Ich gehe nochmal ganz zurück. Das interessiert mich jetzt doch. Ob wir hier jetzt wirklich überhaupt keine Feen mehr bekommen? Hallo Bäume, spuckt mal ein paar Feen aus. Jetzt, wo wir trainieren möchten, klasse. Was ist mit dem Baum? Da war ja auch immer eine, oder? Pustekuchen und ihr Felsen. Ist gar nichts. Okay, wissen wir jetzt auch Bescheid. Muss man ja auch erstmal ausprobieren. Ob dann Feen kommen oder nicht. Ob man da irgendwie trainieren kann. Anscheinend funktioniert so, dass das so nicht, wie ich es gerne hätte. Wie ist denn das eigentlich bei Pokémon? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe schon länger kein Pokémon mehr gespielt. Ist es so? Hier müssen eigentlich auch Wasserfeen kommen, oder? Wenn wir hier den Fluss entlang gehen. Nö. Doch. Nein, ein Vespert wieder. Sind die Pokémons eigentlich immer da? Kann man die auf der Karte sehen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es war so, dass... Oh, schon wieder geruckelt. Das Spiel läuft nicht ganz flüssig. Ich glaube, die konnte man die Pokémon damals nicht auf der... Gott, die ist gleich weg. Die ist gleich weg hier. Huiuiuiui. Der macht ganz schön Schaden. Nein, daneben. Komm schon. Sieg. Oh, das war ein guter Schuss. Geil. Ich glaube, die Pokémons waren nicht auf der Karte, sondern die musste man auch durchs Grüne laufen oder sowas, und dann kamen die. Ja, Stufe 13. Na, endlich. Na, endlich ist auch mein Level gestiegen. Dafür Tadana nicht. Beutelchen sind immer gut. Und Mana-Tränke auch. Konnten wir jetzt doch noch einen Kampf absolvieren? Absolvieren. Ne, hier kommt tatsächlich keiner mehr. Können wir immer nur einmal hier jemanden rufen? Einmal jemanden fangen. Hier ist auch noch ein Wegweiser. Hab ich noch gar nicht gesehen. Endeva. Das Dorf der Elfen. Ach, das finde ich jetzt blöd. Ich dachte, wir können hier quer durch die Gegend laufen und immer wieder respawnen. Diese süßen kleinen Feen. Pustekuchen. Passiert gar nichts. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber wir haben schon 146 Taler. Ich weiß zwar nicht mehr, für was man die genau braucht. Doch, da ist wieder eine. Schön. Dann kämpfen wir nochmal, obwohl das ja ziemlich einfach mittlerweile ist. Wir haben drei Feen. Und das sollte eigentlich flugs jetzt gehen. Und tschüss. Boah, ich dachte schon, wir fliehen. Komm schon, zeig dich. Mist, wir schießen mal in die Leere. Weil ich auch den anderen Feen mal eine Chance lassen will. Ich glaube, wenn eine Fee, die nur eine Fee einsetzen, bekommt sie mehr Erfahrung. Ich glaube, die teilen sich die immer. Ich weiß nicht, ob es am Schaden dann liegt, welchen Schaden die verursachen. Oder ob das dann wirklich allgemein geteilt wird. Das kann ich euch nicht mehr sagen. Muss ich vielleicht mal nachlesen. Und du kommst auch nochmal am Schluss. Die Münze, nein, die Münze, wir brauchen die Münze. Nein, die kriegen wir nicht mehr. Und so nötig haben wir sie ja auch. Nicht da. Zack, Sieg. Tot. Wobei, wir sagen mal, die sterben nicht. Die kommen in den Feenhimmel. Nein.
Die hauen einfach wieder ab. Ja, Stufe 7. Und zack. Gut, dass wir uns vorher das Steinwesen geholt haben, diese Steinfee. Dann konnten wir uns die Wasserfee nämlich eben auch noch schwitzen. Am Flusslauf? Ist da noch jemand? Hallo? Vielleicht hier hinten? Nein. Schade, ich glaube, diese Folge verkürze ich mal. Die letzte hatten wir ja, glaube ich, 30 Minuten. Von daher kann ich hier auch mal kürzer spielen. Weil ich würde gerne zu diesem Pixie-Jäger erst in der nächsten Folge, um zu sehen, was dann passiert. Ja, hier ist nichts mehr. Ich denke mal, die nächste Folge gehen wir dann auch auf diese Pixie-Jagd. Diese kleinen Viecher hier einfangen. Ja, hier ist wirklich nichts mehr. Schade. Okay, und da steht er. Gut, Leute. Ich sag euch erstmal Tschüss. War halt jetzt nichts Berauschendes, diese Episode. Wir haben ein bisschen trainiert, haben es aber zwei neue Feen. Genau, zwei neue Feen haben wir, also doch ein bisschen was Förderndes für das Spiel. Wir sind doch etwas weitergekommen. In der Geschichte zwar nicht, aber in unserer Macht, alle Feen zu besitzen. Okay, dann, wie gesagt, ich bin weg. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Episode dann. Ich fühle mich irgendwie allein gelassen hier.